willkommen zu einer neuen Folge Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. In diesem Podcast gehen wir auf die Suche nach Freiräumen im Bereich der Bildung, der nonformalen, der informellen Bildung und laden uns hierfür Gästinnen und Gäste ein, die uns auf dieser Suche begleiten. Wir, das sind Steve Kenner, Gastdozent an der Freien Universität Berlin, und ich, Helene Pachale, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz-Universität Hannover. Wir sind beide Lehrkräfte und im Bereich der Lehrkräftebildung und Bildungsforschung tätig. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Ja, Oliver Emde, Dr. Oliver Emde ist heute unser Gast und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Wir haben dieses Format ja entwickelt, Helene und ich, weil wir über Freiräume im Bildungsbereich sprechen wollen, aber auch, weil wir uns Zeit nehmen wollen, um mit besonderen Menschen, Menschen mit besonderen Ideen zu sprechen und uns wirklich mal in dieser schnelllebigen Zeit so eine Stunde zu nehmen, um intensiv über innovative Ideen zu sprechen. Wie können wir Räume, Bildungsräume neu entdecken? Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Oliver heute da ist. Vielleicht muss man das vorweg sagen, wobei das bei vielen Folgen bisher auch schon galt. Wir kennen Olli schon länger, er ist also nicht heute zum ersten Mal, dass wir miteinander sprechen. Und Olli und ich kennen uns beispielsweise aus dem Forum Kritische politische Bildung. Darüber wollen wir heute vielleicht auch ein bisschen sprechen. Was heißt das eigentlich, kritische politische Bildung? Was heißt eigentlich kritisch-emanzipatorische Bildung? Vor allem wollen wir aber heute sprechen über die Dissertation von Olli. Olli hat zu Stadtrundgängen promoviert. Also die Stadt als einen Lernraum zu begreifen, als einen Bildungsraum zu begreifen und Stadtrundgänge da als ganz besondere Lerngelegenheiten. Dafür hat er eine über 600 Seiten umfassende Studie vorgelegt. Das schaffen wir heute nicht, sie vollkommen durchzugehen, aber mit ganz, ganz spannenden Forschungserkenntnissen, die wir heute besprechen wollen. Und worüber wir heute auch sprechen wollen, sind Monster. Urbane Monster. Dazu hat Olli nämlich auch ein Projekt, das er bis heute weiterführt. Ich finde ehrlich gesagt, damit die Lorbeeren jetzt am Anfang schon ganz, ganz groß sind, Olli, ich finde eines der spannendsten und innovativsten Projekte, die mir in den letzten Jahren begegnet sind. Tatsächlich, weil sie die Möglichkeit geben, das Themenfeld der Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich politisch zu denken, das Themenfeld globales Lernen politisch zu denken. Und das mit einem Format, das in ganz vielen Bereichen umsetzbar ist, also in der Schule, in der nonformalen Bildung, in informellen Bildungsprozessen. Dieses Format können sich eigentlich fast alle aneignen. Und deswegen ist es vielleicht für Sie alle oder für euch alle, die uns zuhören, etwas, was ihr ausprobieren und erproben könnt. Wir sprechen darüber gleich, also über die urbanen Monster. Und bevor wir so richtig loslegen, Olli, ich habe schon ein bisschen was jetzt zu dir gesagt, aber magst du dich vielleicht auch noch mal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du eigentlich? Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, so meine ersten Podcast-Erfahrungen mit euch zu sammeln und dann in so einem tollen, inhaltlichen Format. Mein Name ist Olli Emde. Ich arbeite als Studienleiter für politische Jugendbildung und Pädagogik an der Evangelischen Akademie in Hofgeismar, also einem wichtigen Träger der nonformalen politischen Bildung in Deutschland. Ich habe lange vorher an der Uni gearbeitet, in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 6 Jahre in Kassel am Lehrstuhl Didaktik der politischen Bildung, dann 2 Jahre in Hildesheim auf einer Postdoc-Stelle. Es ist so der eine Strang, der quasi so in der Lehrerinnenausbildung und in der Akademia verortet ist. Zum anderen bin ich aber schon ganz lange in der außerschulischen politischen Bildung tätig. Wir haben 2010 in Kassel einen Verein gegründet, die Co-Piloten heißt der so politische Bildungsprojekte im lokalen Raum macht. Und da bin ich eigentlich immer dran geblieben. Und genau, das ist eigentlich ja auch mehr meine Leidenschaft, als akademisch zu arbeiten und schlaue Bücher zu schreiben, also in die Praxis zu wirken. Und diese beiden Stränge, also einerseits intellektuell akademisch arbeiten, auf der anderen Seite kreativ, innovativ Projekte zu entwickeln, kann ich, glaube ich, an der Evangelischen Akademie jetzt ganz gut umsetzen. Deswegen bin ich einerseits wehmütig, die Uni zu verlassen. Ihr wisst, was für ein toller Raum das ist und welche Freiräume er auch gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ja die Uni auch ihre Schwächen hat und irgendwie zu so einem Unort verkommt, in dem man
burnoutet, überarbeitet ist und Dinge machen muss, die man gar nicht will. Deswegen freue ich mich da seit September erst, September 22, dort zu arbeiten. Und noch so ein bisschen meine Forschungsschwerpunkte, genau das, also ich arbeite viel zu so projektorientiertem Lernen im öffentlichen Raum, im städtischen Raum. Ich habe zu politischen Stadtrundgängen gearbeitet als Kooperation zwischen Schule und ja so bewegungsbezogenen Organisationen und taste mich dem Bereich so ein bisschen oder näher mich dem Bereich an, wie kann eigentlich kulturelle Bildung und politische Bildung zusammen mit künstlerischen Interventionen gedacht werden. Das sind so die inhaltlichen Felder, in denen ich mich bewege. Das ist ein wahnsinnig weites Feld, was du anhand deiner Tätigkeiten eigentlich schon aufmachst. Und die Frage wäre, ob mal wieder überhaupt die Stunde reicht, die wir uns hier gesetzt haben, um über so vieles zu sprechen. Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich werden wir am Ende auch sagen, wir bräuchten noch viel mehr Zeit. Aber steigen wir mal ein. Olli, was sind für dich Freiräume? Gute Frage. Die habt ihr ja an alle gestellt und auf die bin ich jetzt gar nicht so vorbereitet. Ne? Also für mich ist, ich habe selber ja Lehramt studiert und deswegen kommt für, und habe mich dann relativ früh entschieden, nicht in die Schule zu gehen, weil mir Schule genau diesen Freiraum nicht gegeben hat oder zumindest aus meinen Erfahrungen, die ich in meinen Praktika gemacht habe. Ne? Das, man ist da in diese 45 Minuten eingegrenzt. Man hat irgendwie curriculare Vorgaben, die man stets vor Augen hat. Man hat vor allem in der Oberstufe diesen Druck von Notengebung. Deswegen habe ich dort Freiraum nicht erfahren. Sowohl in meiner eigenen schulischen Biografie als auch dann in dieser Multiplikatorin- oder Lehrerinnenrolle. Es war auch ein Grund für mich, also da rauszugehen, ne, aus der formellen Bildung und zu überlegen, wie kann Bildung eigentlich aussehen? Wie kann man Bildung mit anderen gestalten, zusammengestalten, mit jungen Menschen, mit Zielgruppen selber gemeinsam Freiräume definieren, mit denen zusammen auch, die ganz unterschiedlich aussehen können dann. Das war für mich ein großer Reiz, dort Freiräume zu erschließen und zu entwickeln. Und mit den Co-Piloten haben wir das auf den kommunalen Bereich, auf den lokalen Bereich am Anfang begrenzt. Und ich glaube, das ist für mich so eine ganz wichtiger Ort. Die Kommune als Lernort, als Erfahrungsraum, als Freiraum, Stadtgesellschaft mitzuentwickeln, zu gestalten, zu verändern, dort eigene Ideen einzubringen, umzusetzen. Auch, ne, ich komme aus Kassel, also 200.000 Einwohnerstadt, da kann man irgendwie als Gruppe eine Rolle spielen. Du kannst wirklich Stadt verändern und dir Freiräume erkämpfen, Freiräume besetzen, Freiräume benennen auch als solche. Und das fand ich ganz toll. Ist ein toller Erfahrungsraum gewesen. Deswegen verbinde ich mit Freiraum viel Stadt. Natürlich ein umkämpfter Raum. Aber deswegen kann man dort lernen und gleichzeitig handeln und viele Aktionen starten. Ich würde das auch gar nicht mehr so eng sehen. Ich habe jetzt viele Leute, die im schulischen Bereich arbeiten, viele meiner Kommilitonen damals, die erkämpfen sich auch ihre Freiräume in Schule. Ne? Deswegen kann auch Schule, glaube ich, ein Freiraum sein oder man kann sich Freiräume schaffen und nehmen. So eng würde ich das gar nicht mehr sehen, aber damals war das ein großer Reiz, sich andere Freiräume zu suchen, weil ich Schule als so einen engen Raum wahrgenommen habe. Ja, letztlich bräuchten wir ja auch beide Perspektiven. Wir bräuchten die Menschen, die in die Schule gehen und in den Schulen Räume und Freiräume schaffen, aber wir brauchen natürlich auch diejenigen, die aufzeigen, welche Räume es außerhalb der Schule auch noch gibt und wo vielleicht auch Schule mit dem außerschulischen Bereich kooperieren kann. Wir haben ja in einer der letzten Folgen über Jugendliche ohne Grenzen gesprochen, eine Gruppe von geflüchteten Jugendlichen, die sich selbst organisieren und die Schule sozusagen von außen wieder erobern und unter anderem, die machen auch ganz viele andere spannende Sachen, aber unter anderem eben auch in Schulen gehen und für bestimmte Themen sensibilisieren. Und da hat Mohamed Juni, mit der ich hier zu Gast war, ja auch darüber gesprochen, wie schwierig das manchmal ist und auf welche Hürden er da auch stößt, selbst bei denjenigen, die ihn sogar einladen. Aber das ist so ein Prozess, den es in der Schule braucht. Aber die Schule, wenn die Schule sich öffnen will, so in den sozialen Nahraum, dann braucht es natürlich auch diejenigen, die den sozialen Nahraum dann tatsächlich auch entdecken und zeigen, was es da so für Bildungsfreiräume gibt. Und das
hast du ja gemacht, indem du dir die Stadtrundgänge angeguckt hast. Etwas, auf das ich ehrlich gesagt so vorher nie so richtig gekommen wäre, bevor ich deine Arbeit gesehen habe. Und deswegen fände ich es ganz spannend, wenn du erst nochmal beschreibst, was für Art von Stadtrundgängen du dir eigentlich angeschaut hast. Du hast gerade schon gesagt, das waren so eher zivilgesellschaftlich organisierte Gruppen, die diese Stadtrundgänge gemacht haben. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen. Was für Stadtrundgänge waren das? Also, ich selber bin darauf gekommen, in meinem Anfang meines Studiums ein Seminar zur Kenntnis genommen, gar nicht daran teilgenommen, dass sich mit politischen Stadtrundgängen beschäftigt hat, nämlich mit sogenannten konsumkritischen Stadtrundgängen als ein Format, das so seit den 2000ern vermehrt in Deutschland praktiziert worden ist. Politische Stadtrundgänge sind aber schon viel älter. Wir können in den 80er Jahren viel so antifaschistische Stadtrundgänge so ausmachen oder retrospektiv betrachten, die aus so einem vermehrten Interesse an Alltagskultur und Alltagsgeschichte oder Spuren des Nationalsozialismus vor Ort entstanden sind. Also Stadtrundgänge, die aus der Zivilgesellschaft von Initiativen von unten entstanden sind, als ein Bildungsformat, Aufklärungsformat. Auch feministische Stadtrundgänge gab es in den 80er Jahren, ganz interessante Beispiele. Und dann ist dieses Format, so glaube ich, etwas eingeschlafen oder viel nicht mehr im Diskurs gewesen. Und dann gab es genau 2000 eine Initiative von der Bundjugend zusammen mit dem Dachverband der Weltläden, die konsumkritische Stadtrundgänge konzipiert haben und so ein Netzwerk etabliert haben, wo junge Menschen selber, also im Alter von 16 bis 22 oder sowas, selber Stadtrundgänge konzipiert haben und in ihrem Kiez, in ihrer Stadt durchgeführt haben. Und dort ja Orte herkömmlichen konventionellen Konsums besucht haben, das problematisiert haben mit einem lokal, global denken, lokal handeln, dann problematisiert haben, was für Herstellungsbedingungen wird hier Kleidung verkauft, wo kommt der Kaffee her, den wir bei Chibo kaufen oder sowas oder an vielen anderen weiteren Kaffeefirmen. Und dann aber gleichzeitig so solidarische Orte besucht haben wie Weltläden oder also Alternativen zu herkömmlichem Konsum aufgezeigt haben. Und ich, also zumindest habe ich den Eindruck und glaube, das habe ich auch ein bisschen belegt, dass ausgehend von diesen konsumkritischen Stadtrundgängen sich wieder andere bewegungsbezogene Organisationen diesem Format gewidmet haben. Es gibt rassismuskritische Stadtrundgänge, Gentrifizierungsstadtrundgänge, Rundgänge, die sich mit kritischem Finanzmarkt Perspektiven oder lobbykritischen Perspektiven beschäftigen. Also ganz unterschiedliche Initiativen, vor allem bewegungsbezogene Akteure, AkteurInnen, die sich diesem Format widmen. Ja, und genau diese Spaziergänge ist inzwischen ein bisschen schwieriger Begriff, deswegen eher Stadtrundgänge, werden quasi zu einem vorher festgelegten Thema durchgeführt. Unterschiedlich viele Stationen an unterschiedlichen Orten wird den Teilnehmerinnen inhaltliche Auseinandersetzung angeboten. Und diese Formate dauern in der Regel so anderthalb, zwei Stunden und finden, und das finde ich ganz interessant, auch in Kooperation mit Schule statt. Also bewegungsnahe Initiativen, keine Ahnung, das vom kleinen rassismuskritischen Bildungskollektiv bis hin zu einer großen international agierenden NGOs, bieten das als Kooperationsformat für Schule an. Und so kommt es quasi in diesem Setting zu einer Zusammenarbeit von formeller und nonformaler politischer Bildung. Und damit schneidet es, glaube ich, dieses Thema, und deswegen fand ich es so interessant für die DIS, verschiedene Spannungsfelder politischer Bildung an. Also einmal so, wie gehen wir eigentlich als politisch positionierte, bewegungsbezogene AkteurInnen mit sowas wie mit unseren eigenen Positionen in Bildungssettings um. Und gleichzeitig ist das Format ja eins mit Stadtrundgängen, führt durch die Stadt oder durch den öffentlichen Raum, hat also immer nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Adressaten, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit. Und damit bewegen wir uns dann quasi so in so einem Mischfeld zwischen
Bildungsangebot, Öffentlichkeitsarbeit. Es kann aber auch so aktionistische Momente haben. Und dann kommen wir in dieses Spannungsfeld politische Bildung und politische Aktion, zu dem du, Steve, ja auch viel geforscht hast und dich gut auskennst. Und genau, ich glaube, also an diesem Beispiel Stadtrundgänge, das ist so, kann man so viel über politische Bildung nachdenken und diskutieren. Deswegen fand ich das so reizvoll und deswegen ist es auch so ein dickes Buch geworden. Was, naja, genau, ich schreibe nochmal eine Zusammenfassung. Als Person, die da noch nicht wirklich in dem Thema drin ist, wie kann ich mir das vorstellen? Organisiert die Lehrkraft oder die Lehrperson mit dem Kollektiv oder den Personen, die die Stadtrundgänge anbieten, das Ganze? Oder gestalten die Schülerinnen und Schüler die Stadtrundgänge auch selber? Kannst du uns einmal noch mal ein bisschen mitnehmen, wie das organisiert ist? Von der Idee, wir könnten einen Stadtrundgang gestalten, bis hin dazu, dass der dann durchgeführt wird. Genau, da gibt es unterschiedliche Varianten. Also jeder Stadtrundgang ist irgendwie schon ein anderer. Aber in der Regel sind oder die Stadtrundgänge, die ich jetzt auch untersucht habe, werden nicht mit Schülerinnen und Schülern zusammengestaltet. Das gibt es auch. In Berlin gibt es 2, 3 Initiativen, die das sehr erfolgreich machen. Aber die Stadtrundgänge, die ich untersucht habe, sind in der Regel vorgefertigte Angebote, die man buchen kann, wie ja auch eine. Also ne, wie ein touristisches Angebot kann man auch einen politischen Stadtrundgang mit seiner Schulklasse als Lehrerin buchen, ruft dann bei der Bildungsorganisation oder der bewegungsnahen Initiative an und bucht dieses Angebot, spricht sich meistens nur sehr kurz ab, wer nimmt da eigentlich dran teil. Also es gibt nur eine bedingte Anpassung des Formats an die Zielgruppe. Das ist auch, glaube ich, ein Kritikpunkt, den man äußern kann. Und dann, verabredet man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und von dort startet dann die Route mit 3 bis 5 Stationen, einer Einführung und einer abschließenden Station. In der Einführung wird das Thema quasi geframed und so eine Art Narrativ gestartet. Dann klappert man verschiedene Stationen ab, an denen unterschiedliche Aspekte des übergeordneten Themas thematisiert werden und am Ende fasst man nochmal so zusammen und gibt einen Ausblick oder Handlungsoption. Und wie die einzelnen Stationen gestaltet sind, das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich habe das in meiner Diss so ein bisschen gegliedert in so jeder oder jeder, das kann man aber auch auf außerschulische Lernarrangements insgesamt beziehen. Jeder Ortsbesuch hat eigentlich so 3 Gestaltungsmerkmale. Also das spielt der Ort eine Rolle, aber genauso wie der Ort spielt eben der methodisch-didaktische Zugang eine Rolle oder auch die Person, die dort präsentiert und die etwas einbringt oder in einer bestimmten Rolle spricht. Und deswegen sollte man, glaube ich, auch gar nicht mehr von Lernorten sprechen, sondern eher von Lernarrangements, weil der Ort nie alleine wirkt. Ich glaube, die eigentlichen Potenziale entfalten sich erst im Dazwischen von Lernort, Multiplikatorin und methodisch-didaktischem Zugang. Und so, genau, sind die einzelnen Stationen dann sehr unterschiedlich gestaltet in so Stadtrundgängen zwischen diesen 3 Gestaltungsmerkmalen, die immer auch von einem Vermittlungsinteresse der Initiatorinnen geprägt sind. Wir werden ja gleich auch nochmal über die urbanen Monster sprechen, die wir am Anfang schon angekündigt haben. Und das ist ja, zumindest so wie ich das Format verstanden habe, eins, dass ja die Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche durchaus auch selber mitgestalten können, selber den öffentlichen Raum sozusagen erobern können, Monster finden oder auch Monster gestalten. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir bleiben mal ganz kurz noch bei deiner Studie. Wichtig ist jetzt nochmal hervorzuheben, du hast es gerade schon beschrieben, es geht also nicht um den klassischen historischen Stadtrundgang, den man so kennt oder den man an jeder Touri-Ecke irgendwie buchen kann, sondern es geht tatsächlich um eigentlich politische Stadtrundgänge. Du hast ja schon ganz viele Formate angeführt. Ganz spannend finde ich in Berlin, aber ich habe es kürzlich auch in Wien erlebt und an einem Stadtrundgang teilgenommen zu postkolonialen Perspektiven, sich die Stadt also nochmal anzuschauen, wo was es für Straßennamen gibt, was es für Denkmäler gibt und so weiter. Und das ist deswegen jetzt spannend und darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir haben es in diesem Podcast schon an mehreren Stellen getan, nämlich der Frage, wie politisch neutral muss eigentlich die Schule sein? Und wenn die Schule jetzt also Schülerinnen und Schüler den Raum verlassen und zu einem politischen Stadtrundgang gehen, der von einer zivilgesellschaftlichen Organisation geprägt ist,
dann höre ich es schon klingeln in meinen Ohren, dass der ein oder andere Lehrer oder die ein oder andere Lehrerin dann sagt, das wäre doch hochgradig gefährlich. Was sind denn deine Erkenntnisse aus deiner Studie? Ist das so? Wie kann man dem entgegnen? Was würdest du dem entgegnen? Also das ist natürlich eine interessante Akteursgruppe, mit der man da zusammenarbeitet. Bewegungsbezogene Organisationen, also die sich als solidarisch mit bestimmten Bewegungen erklären, sich als Teil einer erweiterten Bewegungsinfrastruktur verstehen oder auch nur in so persönlichen Beziehungen mit, gar nicht als Organisation, in persönlichen Beziehungen mit sozialen Bewegungen verbändelt ist. Das ist eine interessante Akteursgruppe, weil wir quasi dort irgendwie so eine politisch positionierte oder explizit auch benannt politisch positionierte Akteursgruppe haben, die ja einen ganz wichtigen Bestandteil nonformaler politischer Bildung ausmachen. Also wenn wir die Geschichte der nonformalen politischen Bildung anschauen, sind die bewegungsbezogenen Organisationen schon immer ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Landschaft, ne, die ja sehr heterogen ist. Aber ich glaube, so bewegungsbezogene Initiativen sind schon immer Teil der nonformalen politischen Bildung und immer auch haben immer eine legitime Position innerhalb dieser Landschaft. Weil nonformale politische Bildung ja immer politisch positioniert ist und sich auch verortet, sei das konfessionell, weltanschaulich positioniert. Und in meiner Diss habe ich das ja tatsächlich auch in den Fokus genommen, so wie gehen die eigentlich mit ihren politischen Positionierungen um? Und das finde ich wirklich spannend, weil die dort in unterschiedlichen Rollen auftreten, aber immer als Überzeugungstäterinnen auftreten. Also immer deutlich machen, wofür sie eigentlich stehen, warum sie das machen und was ihre politischen Forderungen sind. Und die erachten diese Rolle als ich mache das mit Herzblut und aus einer bestimmten politischen Motivation tatsächlich als Gelingensbedingung für ein attraktives Lernarrangement und auch für erfolgreiches Lernen. Also dieses authentische Auftreten heben die sehr hervor, ne, in ganz unterschiedlichen Rollen. Es kann zum Beispiel eine Expertinnenrolle sein, weil sie über Wissen aus ihrem sozialen Engagement oder politischem Engagement haben. Es kann eine Rolle sein, wo sie selber sich als Aktivistinnen darstellen oder aber auch so Orientierung, sich als Orientierungsfiguren verstehen. Und das ist, glaube ich, für die politische Bildung eine wichtige Funktion. Also Benno Hafenegger hat das mal so interessante, inspirierende Erwachsene genannt, denen sie dort begegnen. Die Rolle wollen ja viele Lehrerinnen und Lehrer in der Schule nicht mehr einnehmen, aus Angst vor irgendwelchen vermeintlichen Postulaten des Beutelsbacher Konsens. Deswegen wird hier, glaube ich, so eine spannende Lücke, in die hier diese Leute reinkommen, deutlich. Und gleichzeitig, ich habe immer gefragt, so es kam immer heraus, so eher politischer Bildnerin oder eher politische Aktivistin. Nein, das sind verwobene Rollen. Für die AkteurInnen ist es nicht zu trennen. Lernen und Aktivismus, Bildung und Aktivismus ist nicht zu trennen voneinander. Und gleichzeitig gibt es eine große Sensibilität und Reflexion hinsichtlich dieser Positioniertheit. Also die eigenen Positionen werden immer transparent gemacht und als solche betont. Das ist meine Position und für die stehe ich. Und das politische Bildung, und das heben auch alle hervor, hat den Anspruch, ergebnisoffen am Ende zu sein. Also politische Bildung rückt die Subjekte in den Mittelpunkt des Angebots und orientiert sich an deren Positionsentwicklung. Also die Rolle von den politischen Bildnerinnen in Stadtrundgängen könnte so ein bisschen als positionsprovozierendes Vis-à-vis eigentlich beschrieben werden. Also das passiert einmal durch Äußerungen, aber dann auch durch methodisch-didaktische Momente, wo die Teilnehmenden herausgefordert werden, selber Position einzubeziehen, selber Position zu beziehen und in Abgrenzung zu dem Präsentierten vor allem auch. Und die Thesen oder die Inhalte, die präsentiert werden, haben keinen Absolutheitsanspruch. Also sie werden immer diskutiert, werden immer in Frage gestellt. Und so versucht man quasi schon präventiv auch diesem Vorwurf einer vermeintlich tendenziösen oder
manipulierenden Bildungsarbeit auch Vorschub zu leisten. Und also ich habe bei allen Interviews eine hohe Sensibilität und Reflexivität dahingehend festgestellt. Das ist wirklich, wirklich auch beeindruckend. Und es geht bis dahin, dass sie selber ihre eigenen Sprechpositionen dekonstruieren und gemeinsam mit den Teilnehmenden hinterfragen, so, was habe ich denn für eine Legitimität, hier überhaupt zu sprechen? Was sind eigentlich die Orte, die wir besucht haben und wer legt die fest? Welche Orte hätten wir noch besuchen können und wären das nicht andere Beispiele? Also eine Dekonstruktion der eigenen Sprechposition und der eigenen Vermittlungsästhetik des Rundgangs finde ich also eine mega reflexive Art und Weise, das auch mit den Teilnehmenden gemeinsam zu diskutieren und die eigene Deutungshoheit über das Lernarrangement selbst zur Disposition zu stellen. Das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, weil das in Schule oft zu kurz kommt, ne? Also wir als Lehrkräfte gestalten Unterricht, gestalten Lehr-Lern-Szenarien mit bestem Wissen und Gewissen für die Schülerinnen und Schüler. Und oft gibt es aber gar nicht den Raum, genau das durch die Schülerinnen und Schüler in Frage stellen zu lassen. Also fangen wir nur an bei dem großen Thema Hausaufgaben, ne? Also die Schülerinnen und Schüler müssen sie machen. Aber ob es tatsächlich sinnvoll ist, sie an der Stelle zu machen und ob mir nicht auch jemand darlegen kann, dass er oder sie der Meinung ist, das braucht es gerade nicht für den individuellen Lernprozess, ne? Diese Räume gibt es ja kaum. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, was du gerade aufmachst, nämlich die Schülerinnen und Schüler auch dafür zu sensibilisieren, dass sich die Erwachsenen in Frage stellen, auch mit dem, was sie machen, und die Schülerinnen und Schüler dazu einladen, genau an diesem Prozess zu partizipieren. Ne? Ja, also bin ich total bei dir, genau. Und also diese Freiräume, die in Schule nicht existieren, oder diese Räume nehmen sich hier politische Bildnerinnen und Bildner dieser Gruppe, der, und die ist ja auch wieder total heterogen, ne? Aber diese Initiativen, die ich befragt habe, die haben sich das immer diese Zeit genommen, selber darüber zu sprechen, wie sie eingebunden sind in gesellschaftliche Verhältnisse. Und damit wird dann auch schnell deutlich so, naja, politische Bildung kann eigentlich nicht unpolitisch sein. Selbst wenn sie behauptet, sie sei unpolitisch, ist es eigentlich ein Politikum. Also politische Bildung verhält sich immer zu den Verhältnissen. Selbst wenn sie sich nicht verhält, verhält sie sich. Schweigen ist nicht neutral, oder ne? Oder zeigen heißt verschweigen. Ich zeige etwas, aber ich zeige damit etwas anderes nicht. Das ist politisch, die Auswahl von Lerngegenständen, die Art und Weise, wie ich vermittle und die Art und Weise, wie ich mich auch präsentiere als vermeintlich politisch neutral. Also all das kann in Frage gestellt werden und muss zum Thema selbst werden. Und das finde ich so eine spannende Perspektive, ja. Und ganz stark machen möchte ich an der Stelle auch nochmal, das gilt eben nicht nur für das Fach politische Bildung, ne, sondern das gilt genauso für alle anderen Fächer in der Schule, wo man sich politisch positionieren darf und sollte und wo ja auch solche Stadtrundgänge zum Beispiel thematisch eingebunden werden können. Steve und ich, wir haben die gleiche Fächerkombination mit Spanisch und Politik, und eine Kollegin hat zum Beispiel in Berlin auch Stadtrundgänge für den Spanischunterricht mit einer NGO gemacht, wo es genau darum ging, zum Beispiel lateinamerikanische Fußspuren in Berlin zu entdecken, ne? Super spannend. Also genau, und da auch wieder, ne, da bietet sich der öffentliche Raum einfach auch an, zu gucken, so, also Chantal Mouffe schreibt, der öffentliche Raum ist hegemonial gekerbt. Also welche Machtverhältnisse sind eigentlich sichtbar und welche sind unsichtbar? Welche Prozesse der Normalisierung finden eigentlich im öffentlichen Raum statt? Und wie kann man diese, ja, von, also das Politische im Sozialen wecken? Also sedimentierte Vorstellungen des Normalen wieder in den politischen Diskurs hineinholen und in Frage stellen, verflüssigen. Und da, genau, bietet sich der öffentliche Raum einfach super an. Und damit sind wir auch, Steve erwähnte ja eigentlich in jeder eurer Podcast-Folgen die Frankfurter Erklärung für kritisch-emanzipatorische politische Bildung. Wenn wir also einmal, ne, diese Reflexivität, politische Bildung ist selbst Teil des politischen Lernverhältnisses, sind nicht herrschaftsfrei. Und politische Bildung hat die Aufgabe, diese Einbindung offen zu legen
Oder auch dieses erweiterte Verständnis von Kontroversität wird in diesen Rundgängen super deutlich, weil ja, ein Bildungsreferent sagt immer, na, wir stellen erst die Kontroversität her durch unsere gegenhegemonialen Perspektiven auf gesellschaftliche Verhältnisse. Und also da sind wir mittendrin, glaube ich, in dieser Diskussion, was zeichnet eigentlich eine emanzipatorische politische Bildung aus, die sich an den Verhältnissen abarbeitet. Ja, das Irritierende ist ja auch, dass es vor allem der politischen Bildung, also dass sozusagen dieses Damoklesschwert eines vermeintlichen Neutralitätsgebots vor allen Dingen über der politischen Bildung schwebt und in anderen Bereichen das weniger stark vertreten ist. Also ich denke so an ökonomische Bildung, aber auch an Geschichte. Also wenn wir in Berlin uns mit der SED-Diktatur beschäftigen, dann gehen wir mit den Schülerinnen und Schülern nach Hohenschönhausen in dieses ehemalige Gefängnis und dort führen eine ehemalige Gefängnisinsassen und Insassen durch das Gefängnis. Also da ist sehr viel Betroffenheit auch und das ist auch gut. Man merkt, dass das bei den Schülerinnen und Schülern viel auslöst und das, was da den Schülerinnen und Schülern zugetraut wird, nämlich diese authentische Erfahrung dann auch zu reflektieren im Nachgang, auch im Unterricht nochmal darüber zu sprechen, das einzuordnen, das wird ihnen oftmals in der politischen Bildung nicht zugetraut. Oder da gibt es dann diese große Sorge einer vermeintlichen Indoktrination. Und dabei ist das, glaube ich, genau das Spannende, was die Stadtrundgänge und das, was ich auch aus deiner Arbeit so mitnehme, so interessant machen. Sie ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, das Politische als etwas Authentisches zu erfahren, auch mit denen, die das quasi authentisch nicht vermitteln, sondern gemeinsam mit ihnen erleben in diesen Stadtrundgängen. Du hast das gerade noch sehr viel klüger formuliert, aber diese Idee dahinter, dass das Politische als etwas Persönliches, als etwas, was Teil sozusagen meines Alltags ist, was nicht ein Unterrichtsfach ist, nicht eine Schublade, die ich in der Schule einmal in der Woche für 45 Minuten aufmache. Und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, das mit meinen Schülerinnen und Schülern vorzubereiten, wenn ich weiß, welchen Stadtrundgang ich mache. Und ich habe auch die Möglichkeit, das nachzubereiten. Und das ist, also ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir von so einem defizitorientierten Verständnis bei Schülerinnen und Schülern wegkommen und nicht glauben, dass sie nicht in der Lage sind, auch diesen Stadtrundgang am Ende kritisch zu reflektieren. Und vielleicht wird es bei den einen oder anderen dann etwas auslösen und andere werden vielleicht nicht abgeholt von dieser Lernerfahrung. Das ist ja auch total in Ordnung. Und in jedem Fall gibt es die Möglichkeit, sie gemeinsam dann aufzubereiten oder aufzuarbeiten. Und genau, also ich finde das total spannend. Es gibt vielleicht noch einen, und da würde mich total deine Meinung auch aus deiner Forschungserfahrung jetzt interessieren dazu. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, wie man quasi niedrigschwelliger starten kann, bevor man gleich einen größeren auch politischen Stadtrundgang macht. Was ich mit meinen Studierenden zum Beispiel immer am Anfang des Semesters mache, ist, sie tatsächlich in der ersten Sitzung einen politischen Spaziergang machen, nämlich rund um das Gebäude, in dem wir die Lehrveranstaltung haben. Und ich bitte sie dann tatsächlich einfach zu schauen, was begegnet euch, was politisch ist. Das ist ganz interessant, weil sie am Anfang bei der ersten Runde, wenn wir das mit mehreren Runden schaffen, eigentlich so die Klassiker bringen, Wahlplakate, wenn gerade eine Wahl ist, oder vielleicht politische Sticker, wenn sie irgendwo dran kleben. Und spätestens ab der zweiten oder dritten Runde werden sie dann offener und merken irgendwie, ey, dass zum Beispiel die Straße so breit ist, dass hier vier Autos parallel fahren können, aber die Fußgänger haben nur 2 Meter. Das ist doch auch politisch, das ist doch eine politische Entscheidung und so. Oder dass hier, wo wir gerade sind, überall Einfamilienhäuser sind und da, wo ich eigentlich herkomme, alles Plattenbauten sind. Das ist doch auch was Politisches und so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich habe das in der Schule nur mal in Ansätzen probiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für die Schule auch spannend wäre, sozusagen die Schülerinnen und Schüler erstmal ganz individuell mit einer sehr bewussten Wahrnehmung durch die Stadt zu laufen und quasi einen eigenen politischen Stadtspaziergang zum Beispiel auf dem Schulweg zu machen und zu gucken, was ihnen da so alles begegnet. Und vielleicht könnte das für die Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören, so ein erster Schritt sein. Und wenn das dann Spaß macht und wenn sie merken, so, sie können die Stadt entdecken, dann wäre der nächste Schritt dann tatsächlich auch so ein Stadtspaziergang, der dann organisiert ist, zu buchen. Ja, das, was du sagst, Steve, finde ich auch spannend. Und da sieht man ja auch, dass diese ja, politikdidaktischen Prinzipien, die wir in der politischen Bildung haben, als Herangehensweisen total gut taugen sozusagen. Ne? Also so einen subjektorientierten Zugang. Wie können wir junge Menschen eigentlich darin stärken, ihre politische Perspektive auf gesellschaftliche Verhältnisse
wahrzunehmen, ihre Interessen zu äußern, ihr Unverständnis zu äußern. Und genau, da eignet sich wieder, also der eigene Lebensraum, der eigene politische Nahbereich total gut. Also da auch wieder, ne, weg von einem engen, auf Institutionen fokussierten Politikbegriff hin zur Suche des Politischen im Sozialen. Und dann gucken so, wo tauchen hier eigentlich Konflikte im öffentlichen Raum auf? Also wie nutzen wir eigentlich öffentliche Flächen? Warum gibt es hier eine materielle Infrastruktur, die eine bestimmte Lebensweise unterstützt und andere Praktiken verunmöglicht? Und so auch, also so Kontingenzerfahrungen zu sammeln. Also gesellschaftliche Wirklichkeit ist so, wie sie ist, aber sie ist nicht ohne Gründen so. Also der Gesellschaft, wie sie existiert, liegen machtvolle Auseinandersetzungen um Hegemonie zugrunde, die aber auch in Frage gestellt werden. Also Kontingenz heißt ja immer auch, es kann so sein, aber es kann auch ganz anders sein. Eine andere Welt ist möglich, um so eine alte Phrase nochmal aus der Schublade zu holen oder sowas. Aber ne, Kontingenzerfahrungen zu machen, gesellschaftliche Wirklichkeit ist so, aber sie kann auch ganz anders sein. Und wir können sie, wenn wir uns zusammentun, mit anderen auch verändern in unseren Interessen. Das finde ich eine wichtige Erfahrung, die ja direkt vor der Haustür eigentlich gemacht werden kann. Und dabei braucht es gar nicht immer den ganz großen Wurf dann schon, ne? Und auch, es braucht nicht Schülerinnen und Schüler zum Beispiel der Sekundarstufe 1 oder 2, sondern man kann auch in viel jüngeren Jahren mit den SchülerInnen oder mit den Kindern an der Stelle tatsächlich schon beginnen. Also ein Beispiel, eine Bekannte erzählte mir letztens, die im Kindergarten arbeitet, dass es eigentlich unmöglich ist, die Ampel mit der gesamten Kindergartengruppe zu überqueren. Und da kam die Idee auf, ob nicht diese Kindergartengruppe, in dem Fall Vorschule, ne, gemeinsam an die Bezirksverordnetenversammlung einen Brief schreibt. Denn sie schaffen es einfach nicht. Und das bedeutet jedes Mal, dass es eine totale Aufregung ist für die gesamte Gruppe, dass es viel Zeit kostet, um zu warten. Und das ist ja der unmittelbare Nahraum dieser Kinder und das sind Bürgerinnen und Bürger, ne, unseres Landes. Und genauso ist es mit dreckigen Spielplätzen etc. Also ich glaube, wir können Kinder und Jugendliche schon viel zeitiger dazu bringen, ihre Umwelt viel bewusster wahrzunehmen. Und es gibt U18-Wahlen, U16-Wahlen, je nachdem, über welche Wahlen, ob nun Land oder Bund wir sprechen, ne? Aber das ist alles oft so weit weg. Und es ist trotzdem gut, dass es das gibt. Aber ich glaube, wir müssen mehr in diesen Nahbereich, den du auch gerade benannt hast, denn was wir in Schule immer wieder versuchen, ist eigentlich einen Lebensweltbezug herzustellen. Und der ist ganz oft konstruiert. Und dabei ist es so einfach, tatsächlich mal aus dem Fenster zu schauen und zu überlegen, wie sieht denn die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen aus? Ja, und die Stadtrundgänge könnten da tatsächlich ein ganz spannender Ort sein, mit dem man die Schule dann öffnen kann. Also ich höre raus, dass du das gut findest und dass wir die politischen Stadtrundgänge tatsächlich viel häufiger mit Schule zusammenbringen sollten. Und wir haben es ja schon angekündigt, dass wir über die urbanen Monster sprechen wollen. Und Helene hat es wiederum schon angekündigt, dass 60 Minuten eigentlich viel zu kurz sind, um mit dir über all das zu sprechen, worüber wir sprechen wollen. Ich will aber auf jeden Fall genug Zeit haben, um über die urbanen Monster zu sprechen. Bevor wir da so richtig ins Detail einsteigen, also wir springen jetzt nicht so ganz weit weg und wenn ihr vertiefend nochmal nachlesen wollt, politische Stadtrundgänge heißt das Buch von Olli, das ist im Wochenschau Verlag erschienen. Guck mal, es wird unkenntlich. Sehr, sehr gut. Kaufen Sie dieses Buch. Also wer uns jetzt gerade bei YouTube sieht, der hat das Cover auch gesehen, wir verlinken es aber auch in den Shownotes, gibt es im Wochenschau Verlag und genau, es gibt aber auch noch ein anderes Buch, ein Handbuch, das ist sogar kostenlos als PDF im Internet erhältlich. Und da beschreibt Olli die Idee der urbanen Monster. Und genau, bevor wir da so richtig ins Detail einsteigen, was ist das für eine Idee, wie ist sie didaktisch aufgebaut? Vielleicht erstmal nochmal, wie seid ihr darauf gekommen, die urbanen Monster zu entdecken? Was sind die urbanen Monster? Also, die urbanen Monster einer imperialen Lebens- und Produktionsweise ist ein Projekt, in dem Projektteilnehmerinnen selber zu Monsterforscherinnen werden.
Sie erforschen und entdecken Ungeheuer in ihrem eigenen sozialen Nahbereich, also direkt vor der Haustür, und erfassen die in monsterzoologischen Studien. Sie kreieren selber Monster, wildern die im öffentlichen Raum aus und erzählen anderen ganz ungeheure Geschichten über die eigene Eingebundenheit in Prozesse globaler Vergesellschaftung und ihren Alternativen. Also das Projekt möchte so einen kreativen Zugang zum recht theoretischen Konzept der imperialen Lebens- und Produktionsweise schaffen, das Uli Brandt und Markus Wissen 2016 ja sehr prominent inzwischen veröffentlicht haben. Olli, magst du da ganz kurz, ich hake mal ganz kurz ein, diese Idee der imperialen Lebensweise einmal auch nochmal ganz kurz skizzieren. Wir machen ja einen Podcast für alle, die sich mit Bildung beschäftigen. Nicht alle sind politische Bildnerinnen und Bildner. Vielleicht zwei Sätze dazu. Also mit der imperialen Lebensweise wird versuchen, die beiden Autorinnen, Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler, zu erklären, warum sich eigentlich kaum etwas verändert in unserer Lebensweise, obwohl wir wissen, dass wenn wir so weitermachen, wir die Erde zugrunde richten. Und sie beschreiben mit der imperialen Lebens- und Produktionsweise eine Lebensweise, die nur auf Kosten anderer möglich ist. Also mit der wir auf Kosten von zukünftigen Generationen und aber auch auf Kosten von derzeitigen, ja, eine Lebensweise, die auf Ausbeutungsstrukturen basiert. Und genau, das ist eine spannende politische Perspektive auf so gesellschaftliche Lebens- und Produktionsverhältnisse, weil sie genau einmal das erklärt, warum wir so weitermachen, obwohl wir wissen, dass das nicht länger funktioniert. Das basiert auf so einem, ja, auch einem Konzept von kultureller Hegemonie. Also diese Lebensweise knüpft an unsere Wünsche an. Hat sich in unsere Lebensweise eingebettet und wir kommen eigentlich nicht mehr ohne sie aus. Gleichzeitig wird sie abgesichert durch materielle Infrastrukturen, durch politische Entscheidungen, durch Institutionen. Genau, das ist das Konzept der imperialen Lebens- und Produktionsweise. Wer sich das nochmal ein bisschen ausführlicher und einfacher angucken will, dem empfehle ich sehr die beiden Publikationen des ILA-Kollektivs. Da wird es auch nochmal mit tollen Grafiken beschrieben und mit alltagstauglichen Beispielen. Also wenn wir zum Beispiel den motorisierten Individualverkehr nehmen, das Auto knüpft irgendwie mental an unsere Infrastrukturen an, irgendwie mit einem vermeintlichen Freiheitsgedanken. Wir haben uns so an das Auto gewöhnt, dass wir eigentlich nicht mehr ohne es auskommen. Gleichzeitig wird es gestützt durch eine materielle Infrastruktur, immer mehr Straßen, durch politische Entscheidungen wie die Pendlerpauschale. Also da zeigt es, wie das quasi stabilisiert wird, unsere Lebensweise. Und gleichzeitig motorisierter Individualverkehr schadet der Umwelt, schadet anderen Menschen. Wir lagern die Kosten aus in zukünftige Generationen, auf andere, die Entsorgung auf andere Erdteile. Also genau, so vielleicht ganz kurz. Es war ein bisschen unbefriedigend und kurz skizziert, aber vielleicht ist so ein bisschen klar geworden. Und über die Monster versuchen wir quasi so eine Art Analogie zu schaffen. Also wir entwickeln kleine Monster, die wir im Stadtraum finden, die was mit unserer Lebensweise zu tun haben, aber die quasi diese Gattungsspezifika haben, die ich gerade jetzt schon so ein bisschen skizziert habe. Also sie existieren auf Kosten anderer, sie knüpfen an unsere Wünsche an. Zum Beispiel das Smartphone, das Handymonster ist ein sehr prominentes Beispiel, ist auch eine sehr invasive Art, die sich global in ihrer Population verbreitet hat. So, und gleichzeitig wissen wir, also ne, wir können nicht mehr ohne dieses Monster, so eine sehr intensive Mensch-Monster-Beziehung. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Monster irgendwie auch, die Aufzucht dieses Monsters geschieht unter gefährlichen Bedingungen, unter anderem Koltanabbau im Kongo, durch die Trennung bestimmter Rohstoffe werden Chemikalien verwendet. Es gibt irgendwie soziale, schwierige Bedingungen, unter denen Menschen diese Handys zusammenschrauben. Also es ist ein Monster, das auf Kosten anderer lebt, gleichzeitig genau intensiviert. Es ist so intensiviert in unserem Alltag, dass wir nicht mehr wissen, wie ohne.
Gleichzeitig ist es exklusiv, dieses Monster. Noch immer leben 40% der Weltbevölkerung ohne Internetzugang. Also an so Monsterskulpturen gestalten, mit dieser Metapher der Monster, können wir, glaube ich, gut so einen auch nicht moralisierenden Zugang zu diesem Thema schaffen, das ja häufig, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen, adressiert ja in vielen Varianten häufig das einzelne Individuum, geh Müll sammeln, dann wird die Welt besser, kauf fair gehandelte Kleidung, dann verändern sich die Produktionsbedingungen. Und hier wird es, glaube ich, eher ein Erklärungsansatz, warum sich allein durch individuelles Verhalten nicht viel ändern wird und wir eine strukturelle, eine kritische Analyse gesellschaftlicher Herrschafts- und Machtstrukturen brauchen und andere Formen kollektiven und politischen Handelns brauchen, damit sich etwas verändert. Und genau, warum Monster? Monster sind ja so eine ganz interessante Figur für Jugendliche. Ich glaube, da knüpft es an deren Interessen und Lebenswelten an. Gleichzeitig hat das Monster schon so von seiner Wortbedeutung, wenn man die etymologischen Wurzeln betrachtet, so eine Zweideutigkeit. Das Wunderbare, das Reizvolle, Fabelhafte, Außerordentliche und auf der anderen Seite das Schreckenerregende, das böse Omen, Unheilverheißende. Und ich glaube so, wir können mit der Monstermetapher beides anschneiden. Also es gibt nicht nur Monster einer imperialen Lebens- und Produktionsweise, sondern es gibt auch Monster einer solidarischen Lebensweise, mit denen wir möglicherweise andere Monster zurückdrängen können, bekämpfen können. Ihr seht, da ist meine Pokémon-Sozialisation, kommt da so ein bisschen zum Ausdruck. Also zu überlegen, welche Monster wollen wir uns eigentlich halten? Wie können wir unseren Mensch-Monster-Umgang so gestalten, dass es ein gutes Leben für alle ermöglicht. Ist mit Bildern immer ein bisschen einfacher zu beschreiben, dieses Projekt und das Konzept, wenn man dann so ein glubschartiges Kleidercontainer-Monster vor sich hat. Deswegen fällt mir es gerade so ein bisschen schwer, in dem Podcast darüber zu sprechen. Aber vielleicht wurde die Idee so ein bisschen deutlich, genau. Die Idee wurde sehr deutlich und es gibt auch auf der Seite, die du ja auch gestaltet hast, urbanemonster.de, da kann man sich auch einige der Beispiele der Monster anschauen, dann hat man das auch gleich quasi bildlich nochmal vor Augen. Also jetzt noch nicht rausklicken aus dem Podcast, aber danach könnt ihr gerne mal auf die Seite gehen. Da sieht man so ein paar Verbildlichungen davon, wie das aussehen kann. Genau, wir haben jetzt schon, oder du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, was diese Monster sind. Ich finde es total interessant, diese Monster-Idee quasi auch so zu wenden, dass es einmal böse Monster sein können, aber eben auch gute Monster oder Monster, mit denen man etwas anderes auch etwas entgegenstellen kann. Genau, das Konzept, das ihr da entwickelt habt oder du maßgeblich entwickelt hast, ist ja auch für die Schule gedacht oder man kann es zumindest auch in der Schule ganz gut anwenden. Und es gibt ja ein Handbuch, das man sich runterladen kann. Wir verlinken auch das in den Shownotes. Aber magst du vielleicht mal ganz kurz skizzieren, wie würde das ablaufen, wenn ich jetzt gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern, den Kindern und Jugendlichen, mit denen ich in der Schule arbeite, die urbanen Monster entdecken will? Wie gehe ich da vor? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie zerstückelt eigentlich so ein Schulalltag ist. Deswegen habe ich versucht, das Projekt so ein bisschen modular aufzubauen und verschiedene Bausteine zu entwickeln. Also ich glaube, einmal setzt dieser kreative Prozess des Monsterbauens total viel frei. Also du kannst während des Bauens der Skulptur schon darüber nachdenken, über diese Analogie oder diese fabelhafte Monstersprache, wie, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Welche Schäden richtet dieses Monster an? Auf wessen Kosten existiert es eigentlich? Also während des Bauens der Skulpturen können solche Metaphern und Analogien schon freigesetzt werden. Es ist quasi so ein Baustein, der Bau eines solchen Monsters oder das Entdecken im Stadtraum eines solchen Monsters. Und das ist ja super einfach, ne? Also du klebst einfach irgendwie an einen Kleidercontainer oder an einem Mülleimer zwei Augen dran, plötzlich spricht dieses Ding mit dir. Also wirklich faszinierend und jeder Mensch ist eine Künstlerin, aber man muss keine große Künstlerin sein, um dort Skulpturen zu errichten, die Selbstwirksamkeitsprozesse entfalten und guck mal, das habe ich entwickelt und ich erzähle euch jetzt eine ungeheure Geschichte. So, also Monsterbau, Skulpturen und die Auswilderung im öffentlichen Raum sind, glaube ich, zwei wichtige Bausteine,
Dann haben wir überlegt, dass man eigentlich, also dass diese Monster im öffentlichen Raum ja vor allem so eine irritierende Funktion für andere haben können. Die brauchen aber natürlich eine Fundierung irgendwie. Deswegen haben wir mit Steckbriefen gearbeitet. Also man kann Steckbriefe über diese Monster dann erstellen. Was zeichnet die eigentlich aus in ihrer Gattungsspezifika? Was sind die Fressfeinde des Monsters? Was sind artverwandte Monster? Und das natürlich in so einer Fantasiesprache, in einer Monstersprache, und gleichzeitig referieren aber dann diese Steckbriefe auf tatsächliche Faktenlagen. Also das finde ich einen spannenden Übertragungsprozess, den Schülerinnen und Schüler oder auch junge Menschen in außerschulischen Kontexten dann leisten können und sich im Zuge dieser Analogie oder Metapherfindung mit den ja, realen Verhältnissen auseinandersetzen. Also Steckbriefe als weiterer wichtiger Baustein. Und dann haben wir, das war so ein bisschen auch in dieser Corona-Zeit geschuldet, wie können wir eigentlich Stadtrundgänge so realisieren, dass sie auch alleine durchführbar sind, haben wir mit QR-Codes gearbeitet und dann Audiodateien vor Ort. Also die Monster fangen an zu sprechen oder Geräusche zu machen, wenn du das Monster mit einem QR-Code klickst und dann genau, stellt es dir Fragen auch über eure Beziehungen. So, also QR-Codes und Audio-Dateien ist ein weiterer Baustein. Und das ist ganz schön, weil irgendwie komme ich ja da nicht mehr los. Die Förderung war mickrig und es ist auch schon längst ausgelaufen. Aber das entwickelt sich immer weiter, ne? Wir haben jetzt dann auch, also die Idee, junge Menschen entwickeln selber Stadtmonster-Expeditionen im öffentlichen Raum. Dann haben wir so Gadgets entwickelt von so kleinen Monsterkoffern, wo dann so Equipment zur Monstermarkierung drin sind. Und junge Menschen zeigen anderen ihren Kiez. Das ist ja eine total tolle Funktion, in denen die auch tolle Prozesse durchlaufen. Gerade ist ein Monsterquartett erschienen, ist noch nicht auf der Homepage, aber dann hat man 24 kleine Monsterquartettkarten, mit denen man ja gegeneinander seine Monster kämpfen lassen kann. Und das Quartett kann erweitert werden. Also es gibt ein Quartett-Rohling auf der Homepage, wo dann junge Menschen selber überlegen können, wie viele Sterne kriegt mein Monster hier jetzt auf dieser auf Kosten anderer Skala. Und da komme ich gleich auch zu so mehreren Problemen. Du hast eben gesagt, es gibt gute Monster und böse Monster. Monster bleiben immer ambivalent. Also gute Monster sind nicht durch und durch gute Monster. Und das finde ich so spannend auch an dieser Monster-Metapher. Also das Böse in guten Monstern zu entwickeln und gleichzeitig so irgendwie unser Verhältnis zu bösen Monstern auch zu dekonstruieren. Und gleichzeitig, so, jetzt haben wir 100-mal das Wort Monster schon. Ist das nicht auch ein bisschen eine Lächerlichmachung und ist das nicht eine problematische Art und Weise, eigentlich über ja wirklich grausame globale Ungleichheit zu sprechen? Also ist das überhaupt ein angemessener Ansatz? Ich meine, Steve ist Fan, ja, ich auch. Und gleichzeitig denke ich mir so, hey, das sind ernste Themen, über die wir hier irgendwie in so einer Fantasiewelt sprechen, ist es eigentlich dem Gegenstand angemessen? Und da weiß ich immer noch nicht eine gute Antwort drauf. Wobei es genau diese Fantasie ja manchmal braucht, um sich einem Thema zu nähern, was sonst ganz weit weg für einen ist, ne? Und deshalb finde ich die Idee der Monster, die ihr habt, wirklich toll. Es gibt ja auch aus anderen Bereichen zum Thema Gleichberechtigung und so, ne, ähnliche Projekte, wo man dann von anderen Planeten erstmal spricht, um die Schülerinnen und Schüler genau dafür zu sensibilisieren, wie sähe denn, ne, eine Utopie aus? Und eventuell sind die Monster Teil dieser Utopie oder eben auch nicht, um dann zurückzuführen auf das Hier und Jetzt und genau das darzulegen. Und ein Punkt, den ich da gerne noch machen würde, ist, das klingt auch so bei dir, wie du das Projekt vorstellst, dass man da wahnsinnig gut im fächerverbindenden Unterricht zum Beispiel mitarbeiten könnte, ne? Ein Thema, auf das wir in einer anderen Podcast-Folge noch eingehen werden. Aber auch da, es sind Module, die kann ich je nachdem, wie die Schulstruktur auch ist, mit einsetzen, ne? Es bezieht sich auch hier wieder nicht nur auf den Politikunterricht, auch wenn wir ganz viel Bezug zur politischen Bildung nehmen, aber das heißt nicht, dass die anderen Fächer sich diesen Themen nicht auch widmen können und hier Teil dieses Projekts sein können.
Total. Also hier gibt es ganz viele Überschneidungen, ne? Zum Deutschunterricht, literarisches Erzählen. Wir haben den Kunstunterricht irgendwie mit Skulpturen bauen und erschaffen, aber auch so Themen, MINT-Fächer wie Biologie oder Physik können in diesen Steckbriefen ganz wunderbar verarbeitet werden, ne? Und dann entstehen so auch metaphorische oder ja, Analogien zu Formeln der Physik oder zu ja, biologischen Prozessen. Das ist wirklich gut kompatibel für andere Fächer auch, würde ich auch sagen. Ich bin tatsächlich ein großer Fan, Olli, und ich glaube, dass es nicht, dass dieses vermeintlich sozusagen nicht ernst nehmen auch total wichtig ist. Also, weil wir, es ist ja tatsächlich nur ein vermeintliches nicht ernst nehmen, weil es sich ja sehr intensiv mit den Fragen beschäftigt, der Lebensweise, die wir heute führen, die auf Ausbeutung basiert. Und sich dem erstmal spielerisch zu nähern, finde ich total wichtig, weil wir eigentlich im Moment das kennen wir auch aus anderen Kontexten, eher überfordert sind damit, dass wir immer mehr erkennen, dass diese Lebensweise, die wir im Moment führen, uns an unsere Grenzen führt, die planetaren Grenzen, die wir ganz klar überschreiten werden, wenn wir so weitermachen. Und in der Regel wird damit ein sehr düsteres Bild skizziert, und das ist auch nicht verkehrt. Es ist auch wichtig, sich dem sozusagen bewusst zu werden. Und deswegen finde ich es aber auf der anderen Seite auch aus pädagogischen Gründen total spannend, auch andere Zugänge zu finden. Und das, was mir in der, vor allen Dingen in der Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ich auch sehr wichtig finde, was mir dort oft aufgefallen ist, ist, dass man dann quasi einen sehr positiven und aufs Individuum konzentrierten Blick entwickelt hat. Das hast du ja gerade auch schon beschrieben. Also wir machen dann gemeinsam einen Schulgarten und ernähren uns mit unseren biologisch angebauten Pflanzen selbst in der Mensa und so weiter. Und auch das finde ich super. Aber das ist eben ein Ansatz, der auch die Lernprozesse rund um gesellschaftliche, sozial-ökologische Transformationsprozesse entpolitisiert, weil er nur noch sozusagen auf das Individuum schaut. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, fair gehandelte Kleidung kaufen oder sich bio ernähren, dann wird die Welt schon besser. Das wissen wir mittlerweile, davon wird die Welt nicht besser. Wir müssen eben auch grundsätzlichere Fragen stellen. Und die grundsätzlichen Fragen führen dann ganz oft eben tatsächlich zu so Dystopien, dann wird alles untergehen oder wir kriegen das nicht hin. Und deswegen finde ich gerade dieses Projekt von euch so spannend, weil es einen spielerischen Zugang dazu ermöglicht, auch politische Fragen zu stellen und eben nicht beim Individuum stehen zu bleiben, weil deswegen sage ich, das ist genauso ambivalent wie die Monster sind alle Fragen, die sich damit beschäftigen. Also ich habe dieses, wie heißt es nochmal bei euch, das Smartmon auch und habe so eins, was sich faires Smartmon nennt. Also ich habe genau das gemacht. So, das Individuum trifft eine besondere Konsumentscheidung. Und mir ist aber gleichzeitig total klar, dass das nicht auflöst, dass hierfür auch wieder Rohstoffe gewonnen wurden, die endlich sind. Dass auch wenn möglicherweise einige der Rohstoffe unter faireren Bedingungen produziert wurden, es wieder mehr produziert wurde und auch wieder mehr Müll entsteht und so weiter. Und sich dessen sozusagen bewusst zu sein und das nicht nur am Beispiel Handy oder der Fließweste zu machen, so der Klassiker, sondern eben auch in so ganz alltäglichen Fragen. Also ich kann ja mal so zwei, drei einfach noch mal kurz sagen, um die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal so ein bisschen anzuteasern. Also ihr habt auf eurer Homepage unter anderem das Energiemonster, das Betonwüstenmonster, das findet jeder und jede in der eigenen Stadt, oder Leuchti, total spannend, wie viel Energie geht eigentlich verloren durch diese riesengroße Beleuchtung die ganze Nacht durch und so weiter, das Plastikmonster und vieles mehr. Und wenn ich bei dem Bild stehen bleibe, das ich vorhin hatte mit der Straße, das, was meine Studierenden ganz gerne ansprechen, oder auch mein 4-jähriger Sohn, der das nicht verstehen kann, warum er mit seinem Fahrrad eigentlich nur so wenig Platz hat und die Autos so schnell an ihm vorbeirasen. Ich finde das total spannend, wie er das so beschreibt. Und man könnte ja auch quasi das Betonmonster müssen ja nicht nur Häuser sein, das kann ja auch das Asphaltmonster sein. Auch das könnten auch jüngere Schülerinnen und Schüler schon ganz toll mit Kreide bemalen und da so ein Monster aus der Erde kommen lassen und so weiter. Und deswegen finde ich das einen total spannenden Ansatz, der die Fragen rund um Bildung in und für nachhaltige Entwicklung, vor allem aber auch Bildung in Zeiten einer notwendigen sozial-ökologischen Transformation irgendwie so spielerisch möglich macht. Und genau, man findet also ganz, ganz viel dazu auf eurer Seite urbanemonster.de und offenbar bald noch mehr mit einem spannenden Quartett. Auf jeden Fall gibt es auch
das didaktische Konzept und ein Handbuch, das man sich anschauen kann. Es gibt tatsächlich ja auch, vielleicht können wir das zum Ende jetzt nochmal sagen, zumindest für diejenigen, die in der Nähe von Kassel wohnen. Wir werden, glaube ich, Anfang Januar erscheinen. Vielleicht sind die Plätze dann eh schon alle ausgebucht. Aber im Februar, glaube ich, bietest du nochmal so einen Workshop an, auch zu dem Projekt. Genau, am 10.11. Februar sind wir an der Evangelischen Akademie mit einem Multiplikatorinnen-Workshop zu den urbanen Monstern. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Das macht viel Spaß, also selber so Monsterführungen zu organisieren. Wir arbeiten da mit einem Gestalter zusammen, der auch die Illustrationen der Monster gemacht hat. Gregor Müller, Atelier Müh, wer da online mal gucken will, ganz toller Illustrator. Wir arbeiten da auch mit Nilda Inkermann zusammen, Ida Kollektiv, die uns nochmal so eine Einführung in die imperiale Limbs und Produktionsweise gibt. Und mit einem, finde ich auch ganz toll, Thomas Hof, Theaterpädagoge, mit dem wir über Storytelling sprechen. Wie sprechen wir eigentlich über Monster? Wie können wir eigentlich Geschichten erzählen, die andere mitnehmen? Genau, das finde ich ein tolles Team, was wir da zusammenstellen konnten. 2 Tage in Hofgeismar in einer wunderschönen Anlage und für nur, Achtung, 15 Euro. Ja, genau. Ja, dann hoffen wir, dass wenn diese Folge erscheint, dass es dann noch Plätze gibt bei euch. Und ansonsten weiß man dann aber, wer du bist und wo es vielleicht irgendwann auch nochmal wieder solche Multiplikatorinnen-Workshops gibt. Wir haben es am Anfang schon angekündigt, die Zeit ist viel zu knapp, um eigentlich über alles das zu sprechen, wozu du uns Auskunft geben könntest, aufgrund deiner vielseitigen Tätigkeiten. Aber wir danken dir ganz herzlich, Olli, dass du bei uns zu Gast warst, uns Einblick gegeben hast in die Welt der Monster. Und wir hoffen, dass nun ganz viele den Weg auch auf eure Website finden, am Workshop teilnehmen. Oder vielleicht euch ja auch mal einladen zu sich, denn eine Möglichkeit gibt es ja sicherlich auch, dass man in anderen Regionen Deutschlands dann gesammelt einen Workshop durchführt. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und alles Gute. Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Das hat Spaß gemacht mit euch und genau, wie immer findet man nicht genug Worte für alle Themen, aber das machen wir dann privat mal. Ganz genau. Mach's gut. Mach's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.